Auto angewiesen. Es ist heiß im Stadtverordneten-Sitzungssaal des Offenbacher Rathauses. Trotzdem, oder gerade deshalb, sind zur Klimakonferenz der Stadt Offenbach über 100 Teilnehmer erschienen, um sich über Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und Klimaschutz auszutauschen. Impulse zum Thema boten neben kurzen Vorträgen unter anderem eine Theatergruppe und zahlreiche interaktive Stationen. Umweltdezernent Paul Gerhard Weiß erhofft sich durch die Veranstaltung mehr Aufmerksamkeit für den lokalen Klimaschutz. Wir machen das regelmäßig, weil wir ein Bewusstsein schaffen wollen dafür, dass Klimaschutz eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Das ist nicht nur eine Frage der Politik und nicht nur eine Frage der Gesetze, die wir erlassen müssen, sondern es ist auch eine Frage der Umsetzung vor Ort. Da ist die Kommune gefragt, aber es sind eben auch alle Bürger gefragt, um den Ausstoß von klimafeindlichen Schadstoffen zu vermeiden. Wir haben viele Bauvorhaben in der Stadt, auch eigene, also Kindertagesstätten, Schulen. Und dort wird immer auf einen guten energetischen Standard Wert gelegt. Ich glaube, da gehen wir ganz gut voran. Prominente Unterstützung erhielt die Veranstaltung auch durch Radiomoderatorin und Klimapatin Evrin Gese. Ist natürlich ein wichtiges Thema, weil ich glaube, das sollte für jeden ein sehr wichtiges Thema sein. Das ist unsere Erde, das ist unsere Lebensqualität und vor allem halt unsere Zukunft. Und so kam ich halt darauf. Ich bin Mama geworden vor 5,5 Jahren und damit begann irgendwie so ein Prozess der Wandlung. Also plötzlich fährt man als Mama vorsichtiger Auto. Man denkt darüber nach, wie es dem eigenen Kind in der Zukunft geht. Und da ist natürlich die Umwelt und das Klima sind da ganz, ganz wichtige Themen. Also, dass wir einfach ein bisschen bedachter und verantwortungsbewusster mit all dem umgehen müssen, um in Zukunft all den Menschen und unseren Nachfahren eben auch noch ein schönes Leben bescheren zu können. Und deshalb liegt es mir einfach am Herzen, also weil es halt unsere Erde ist. Und es ist ein abgedroschener Satz, aber es ist leider so, wir haben nur eine. Die Klimaschutzkonferenzen der Stadt Offenbach werden regelmäßig veranstaltet. Passend zum diesmaligen Hauptthema Lebensqualität konnten sich Teilnehmer auf einem Markt der Möglichkeiten auch über Offenbacher Initiativen informieren, die zum Beispiel besonderen Wert auf Nachhaltigkeit, ökologischen Anbau oder saubere Mobilität legen. Ich habe mir halt gesagt, lieber aus der Region, weil die ist groß genug und dann kann ich relativ auf kurzem Wege auch mal was nachbestellen und so. Und es muss nicht durch ganz Deutschland gefahren werden. Ich bin so erzogen worden, mit Lebensmitteln gut umzugehen, also A, regionale Produkte zu verwenden, auf Qualität zu achten, Reste nicht wegzuwerfen, sondern weiter zu verarbeiten, mit Wasser gut umzugehen. Ich denke, das habe ich eher noch manifestiert und gebe es auch an die Kinder weiter. Ja, und ich glaube, überhaupt so ein Bewusstsein zu haben für das Thema, ja. Durch die workshopartig gestalteten Programmpunkte der Konferenz konnten Teilnehmer auch ihre eigenen Anregungen und Wünsche einbringen. So zum Beispiel auch zum Thema Wochenendtrips mit dem Flugzeug. Einmal für ein Wochenende in den Flieger zu steigen, um in New York gewesen zu sein, die Stadt aber gar nicht zu sehen, sondern nur shoppen zu gehen, finde ich ganz, ganz völlig überflüssig und schrecklich. Ich finde es auch schlimm, dass das immer noch genutzt wird von, weiß ich nicht, Radiosendern oder sonstigen Veranstaltern, um irgendwelche Wettbewerbe damit zu prämieren. Naja, und dann Flüge sind halt auch eh, wer in Offenbach lebt, hat damit auch mit der Lautstärke zu kämpfen. Und auch das ist für mich ein Faktor, wo ich denke, solche Flüge müssen wirklich nicht sein. Ja, auch die Frau, die da gerade auf der Bühne war, schon gesagt hat, man hat halt, wird halt relativ schnell wahrscheinlich als Öko verpönt, wenn man ein paar Ansätze bringt. Aber ich glaube, wenn man sich die Konsequenzen relativ leicht von jemandem wieder dargelegt kriegt, ist dann die relativ schwer dennoch zu sagen, Quatsch. Ja. Und ich finde das hier halt relativ gut, dass man halt hier relativ schnell und auch relativ effizient an die Leute rankommen will, um so ein paar Gedanken in die Köpfe zu verankern. So. Ja, und klappt, glaube ich, gar nicht schlecht. Scale up, mal schauen.